In der Dülmener Bauerschaft Meerfeld werden zurzeit Glasfaserkabel verlegt. Nachdem der Ort Meerfeld durch die Deutsche Glasfaser mit schnellem Internet versorgt worden ist, wurde eine Glasfaserverkabelung in der Bauerschaft als unwirtschaftlich verworfen. Erst durch das Zusammenwirken der Stadtwerke Dülmen mit der Glasfaserfirma Ebkan GmbH und den beteiligten Landwirten konnte eine einvernehmliche Lösung erreicht werden. Ja, als wir das Dorf verkabelt hatten, wie man so schön sagt, war natürlich auch die Bitte, dass der Außenbereich auch ans schnelle Netz kommt. Und ursprünglich hatte die Deutsche Glasfaser mal gesagt, wir hatten 80 Vorverträge, wir werden dann auch die Außenbereiche wohl versorgen. Aber dann ist es aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr dazu gekommen. Und mit Hilfe der Stadtwerke, da haben wir Gespräche geführt mit Herrn Röken und mit der Politik, mit der Bürgermeisterin, CDU-Fraktion Willi Wessels. Und dann sind wir dann zu einem Ergebnis gekommen, aufgrund der Leerrohre, die schon in Meerfeld auch von den Stadtwerken verlegt worden sind. Und auch aufgrund der engen Zuordnung zum Ortskern können wir dann auch den Außenbereich Meerfelds ans schnelle Netz anschließen. Mittlerweile befindet sich das Ausbauprojekt im dritten Bauabschnitt. 64 Kunden im ländlichen Bereich sind bereits angeschlossen. Zurzeit laufen die Verkabelungsarbeiten entlang der L600 in Richtung Borken. Doch nicht nur Glasfaserkabel werden verlegt. Die Stadtwerke nutzen die Gelegenheit, gleichzeitig auch neue Wasserleitungen mitzuverlegen. Wir mussten vom Umspannwerk in Dülm bis nach hier in Glasfaser verlegen, mussten hier dann die Verteilung zu den einzelnen Höfen machen und haben dann die Hausanschlüsse zu den Höfen selber gemacht. Und da sind wir dann auf 40,6 Kilometer gekommen. Und es kommt natürlich auch darauf an, was wir gerade verlegen. Wenn wir jetzt nur Leerrohr verlegen, geht das deutlich schneller. Wenn wir aber noch Wasser- und Abwasserleitung wie hier verlegen müssen, dann dauert es ein bisschen länger. Aber wir kriegen 60 Meter kriegen wir am Tag hin. Anders als im innerstädtischen Bereich müssen die Kunden die Verlegung von der Grundstücksgrenze bis zum Haus im Außenbereich selbst durchführen. Denn meistens befinden sich die Höfe nicht direkt an der Straße. Der Technik ist, also jeder Hausanschluss hat eine Leistung aktuell von 1000 Mbit. Momentan unsere Tarife haben einmal 30 Mbit im Download und 50 Mbit im Download. Dann haben wir natürlich auch noch eine Upload-Geschwindigkeit. Bei dem 30er ist das dann 15 Mbit und bei dem 50er 25 Mbit. Also auch für die Zukunft, gerade weil ich ja gerade gesagt habe, die 1000 Mbit Leistung sind möglich, ist auch noch was für die Zukunft da an Leistung. Und da ist ja noch nicht mal das Ende. Vom Prinzip her kann man dann einfach die Endgeräte tauschen, sodass man dann noch mehr Bandbreite hat. Die Stadtwerke Dülmen gehen davon aus, dass die restlichen Kunden in 2 bis 3 Monaten verkabelt werden können. Die erste Resonanz der bereits angeschlossenen Internetnutzer im Außenbereich sei sehr positiv, so Ortsvorsteher Helmut Temming. Das Internet laufe sehr stabil und mit hoher Geschwindigkeit.